Hello, Zuckerschnuten. Ich habe mich spontan dazu entschieden, ein Video zu drehen. Halleluja. Seit geraumer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Video war. Aber wahrscheinlich letzten Sommer oder so im Garten. Und ich finde es selber so traurig, dass ich irgendwie immer nicht dazu komme, es umzusetzen, das Video. Aber es war jetzt eine total spontane Entscheidung. Ich habe mir gedacht, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder ein Video drehen. Einfach so. Wieder zu einer doofen Zeit, weil Pippi müsste eigentlich gleich ins Bett, aber es ist ja Wochenende, also kann sie ja eh ein bisschen länger wach bleiben. Dann bin ich da jetzt nicht so streng, aber naja, in letzter Zeit war ein bisschen stressig, wie das manchmal so ist. Aber jetzt setze ich es einfach mal um. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich strukturiere. Also erstmal, uns geht's allen gut. Alle gesund und munter. Bis auf, dass man sich immer mal was wegholt. Virusinfekte, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Aber sonst ist alles gut. Pippi geht's auch gut. Alle Werte gut, alle schick. Nix weiter Schlimmes. Ja, überlege. Ist irgendwas Erzählenswertes sonst? Nein. Meine jetzt geplanten Videoserie soll es ja auch um ein bestimmtes Thema gehen, womit ich mich ja schon sehr lange auseinandersetze und ihr sehr viele Versuche von mir mitverfolgt habt und gescheiterte Versuche, die ja mal kurzzeitig erfolgreich waren, aber dann immer wieder gescheitert sind. Könnt ihr ja schon fast von Anfang an mitverfolgen. Und jetzt ist es aber soweit. Ich habe etwas gefunden, was funktioniert. Auch auf Dauer gesehen. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich möchte euch eine Motivation sein und unterstützen und zeigen, wie ich es gemacht habe und so weiter und so fort. Und darum soll es in meinen nächsten Videos gehen. Heute ist erstmal so ein allgemeines Larifari-Bla... Nee, ich wollte nicht Larifari. Ich wollte nicht Larifari sagen, ich wollte Laber-Blabla-Video sagen. Ja, ich kann jetzt ja mal ein bisschen zu meinem Werdegang eingehen. Wer mir bei Instagram verfolgt... Instagram verfolgt, es ist schon spät. Der kann... hat das ja alles so ein bisschen mitverfolgt und weiß ungefähr, wie der Status ist, aber manche sind ja nicht bei Instagram und sehen mich nur über YouTube oder kannten mich nur über Facebook, da bin ich ja auch schon sehr lange nicht mehr und deshalb. Also, mir war es mal wieder zu viel, September letzten Jahres, September 2016, habe ich wieder so eine Gewichtsmarke, ich stand wieder kurz vor dieser Marke, die ich eigentlich nie erreichen möchte oder wollte, war ich kurz davor, 500 Gramm oder so. Und dann habe ich mir gesagt, mal wieder, es reicht. Und habe überlegt, wie ich es anstelle. Und habe dann einfach mal spontan entschieden, kein Zucker, kein Weizen, kein Fleisch. Beziehungsweise kein rotes Fleisch, kein Schwein. Sowas. Also Hühnchen und Fisch, ja. Und das habe ich dann einfach mal so umgesetzt. Da gab es dann halt Obst, Gemüse. Also beim Zucker geht es mir um den Industriezucker, um diesen weißen Kristallzucker, den ich weggelassen habe. Fruchtzucker in Form von Obst war okay. Da Gemüse, Fisch, Hühnchen, Salat, also Gemüse habe ich kiloweise fast in mich reingeschaufelt, weil es einfach schön Volumen hat und dolle satt macht und nicht viele Kalorien. Ja, und dann ging das so seinen Gang. Ich habe das super durchgehalten. Ich habe zum Frühstück mir immer so ein paar schöne Rezepte erlesen oder ausgedacht. Pippi, du solltest doch Hörspiel hören. Ich sehe deinen Kopf. Geh mal Hörspiel hören. Aber kann ich gar nicht mal, kann ich dich auch. Nein, Schatzi, du darfst dich doch hier nicht zeigen. Aber ich will. Wir machen nachher mal ein Video, ja? Jetzt hörst du noch ein bisschen Gabi, ja? Dass Mama noch das Video zu Ende machen kann? Danke. Mama. Schatzi, komm, wir hatten noch was abgemacht. Fürs Nelda. So, ich
Ich hoffe, sie geht jetzt noch ein bisschen Hörspiel hören, sonst wird es ein bisschen stressig. Wo war ich? Genau, schöne Rezepte mir erlesen. Ich bin zum Beispiel, was mir immer sehr doll hilft, in so einem Fitnessforum, Frauenfitnessforum. Da kann man immer mal so schöne Sachen lesen. Oder Low Carb Gruppe oder was weiß ich, Fitnessrezepte Gruppe. Und ja, da kann man sich so viele schöne Sachen, dass man das Ganze auch ein bisschen abwechslungsreich gestalten kann, aneignen und umsetzen. Zum Frühstück habe ich sehr gerne Pancakes, mache ich immer noch Pancakes oder Waffeln oder mein Porridge, kalt oder warm oder Obst, Mandelmilch. Rezepte werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein extra Video machen zu meinen Lieblingsrezepten. Ja, und wie gesagt, Gemüse, 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 Gemüse. Und Hühnchen, Eier, Thunfisch, Fisch. So. Und es ging gut. Ich habe abgenommen innerhalb recht kurzer Zeit so 10, 11 Kilo. Und ich glaube, bis Dezember oder so ging das ganz gut. Und seit Dezember ist da halt irgendwie nicht mehr viel passiert. Ich habe das noch recht lange durchgehalten, fast 2 Monate, sage ich mal. Also so bis Ende November war es. Und ab Dezember war es dann irgendwie schwierig. Auch über Weihnachten habe ich toll durchgehalten. Ich habe mir dann einmal so einen Fresstag erlaubt, den ich aber eigentlich total bereut hatte. Weil es einfach immer total schwer ist, danach wieder reinzukommen. Und man ist dann so, weiß ich auch nicht, doof. Ich mag so Fresstage nicht. Ich habe immer Angst, dass ich nicht wieder reinkomme. Wenn man einmal anfängt, wa? Wie bei so einem Entzug. Junkie. Zucker-Junkie. Einen einzigen Cheat Day. Von September an bis jetzt. Also jetzt, genau, bis Januar. 10, 11 Kilo ging ganz gut. Und dann, ja, war das alles sehr, sehr mühselig. Ich glaube, so 2 Kilo oder so kamen dann noch mit dazu. Und dann habe ich gemerkt, das bleibt stehen, es kommt wieder was dazu und es geht wieder weg. Aber es bleibt immer noch stehen an dieser einen Gewichtsgrenze und es tut sich nichts. Und oh, ich habe mir gedacht, wozu machst du das eigentlich alles? Man wollte ja doch so ein bisschen Ergebnisse sehen. Ich habe das natürlich auch gemacht für meine Gesundheit, einfach um gesünder zu sein. Das müsst ihr euch auch immer denken, dass man sowas einfach auch mal für seine Gesundheit machen muss und nicht nur um abzunehmen. Und habe mich dann belesen, habe mir dann auch mal mein Leid geklagt in meiner Fitnessgruppe, wo dann dieser Hinweis kam, dieser ganz wichtige, warum das jetzt bei mir flutscht, sage ich mal. Und dann kamen so verschiedene Kommentare und ein Kommentar davon war halt, lies dir doch mal das Buch durch Fettlogik überwinden. Ich habe es mir als Hörbuch geladen, gibt es zum Beispiel bei Audible oder so, oder ihr könnt es euch ein ganz normales Buch kaufen. Und habe mir das reingezogen. So ein Hörbuch geht ja immer eigentlich gar nicht mal so kurz, ich glaube so 8 Stunden oder so, lasst mich lügen, 7, 8 Stunden. Ich weiß es nicht genau, ich kann jetzt auch Quatsch erzählen, kann auch ein bisschen, aber es waren 6 Stunden waren es mindestens. Und habe mir dann 2 Abenden reingezogen, weil es so geil war. Ich saß immer nur so da, so, oh ja, geil, stimmt, stimmt. Und ich lege euch dieses Buch, super Schatz, schön, einfach ans Herz. Das muss jeder, der sich mit diesem Thema Abnehmen auseinandersetzt, einfach mal gelesen oder gehört haben. Da wird einfach mit diesen ganzen Mythen, die einem so immer zu im Zusammenhang mit Abnehmen und Fett und blablabla erzählt werden, aufgeräumt und woran es eigentlich liegt. Und darum geht es dann auch in meinen folgenden Videos. Ich will natürlich nicht das komplette Hörbuch wiedergeben, aber diese Hauptpunkte, was es vermittelt und was ich jetzt auch verstanden habe, möchte ich euch einfach mal mitteilen. Aber wie gesagt, es lohnt sich einfach, das zu investieren in dieses Buch, weil man dann einfach mal einen klaren Blick auf die Sache kriegt und entspannter an die Sache rangeht, weil man weiß, der Körper trickst einen nicht aus. Alles, was man macht,
Wie soll ich das erklären? Ich schmeiß mal die Wörter in den Raum, zum Beispiel dieser Hungermodus, wenn man angeblich zu wenig isst, dass da nichts mehr passiert. Darauf wird drin eingegangen. Und was war es noch? Hunger muss Stoffwechsel kaputt. Wenn einem immer wieder gesagt wird, na, dein Stoffwechsel ist bestimmt eingeschlafen oder kaputt oder muss angeregt werden. Damit wird aufgeräumt. Das ist auch Quatsch. Und die ganzen Ursachen, warum es tatsächlich so ist, dass das Gewicht stehen bleibt und so weiter und so fort. Einfach total geil. Das ist meine neue Bibel. Das ist meine Bibel jetzt, nicht meine neue, meine erste Bibel. Ja. Genau. Und seitdem geht es wirklich wieder nach unten, mein Gewicht, wieder voran. Ich bin motiviert. Ich lebe nicht mehr so extrem mit kein Zucker, kein Weizen, kein rotes Fleisch. Ich schränke das immer noch ein. Klar, ich gucke drauf. Aber ich finde, bei dieser ganzen Abnehmgeschichte sollte doch der Genuss nicht ganz hinten angestellt sein, wa? Zum Beispiel heute war es ein Samstag und habe ich mir einfach mal so eine Ballonspizza gegönnt, so eine halbe. Und von Alpro Soja so ein Pudding. Und was hatte ich noch? Zum Mittagessen hatte ich Nudeln mit Ketchup und Käse. Und ja, was die Grundregel von allem ist, das wird im nächsten Video kommen. Es gibt nur eine Regel, womit es funktioniert, dass man abnimmt. Es gibt keine Wunderdiäten, keine Wundermittel, keine Geheimformel, kein Geheimrezept. Es gibt eine Regel, an die man sich halten muss. Und was aber viele von euch bestimmt nicht so gerne hören oder hören wollen. Aber man kommt da nicht drum rum. Und darum geht es dann erstmal in meinem nächsten Video. Wollte ich noch was sagen? Nee. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Tschüss!